Brei gegessen hat. Wenn das irgendwie bekannt vorkommt, summe bitte jetzt. Okay. Dann habe ich jetzt gute News. Und zwar, was ich in diesem Buch kapiert habe und gelernt habe, sind folgende zwei Erkenntnisse. Die erste. Super, jetzt wäre es super gemacht. Erstens einmal, kann ich endlich das überall auf der Welt grassierende Vorurteil über festere oder übergewichtige Menschen für mich selber erfolgreich ad acta legen? Denn die Annahme, dass gut genährte Menschen völlig willenlos alles, was ihnen in die Hände kommt, in sich hineinfuttern und daher über null Disziplin verfügen, ist objektiv betrachtet völliger Blödsinn. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Wie viele Diäten hat jede und jeder von uns schon mit eisernem Willen, Disziplin und Konsequenz durchgezogen? In Wirklichkeit bin ich eine Ausgeburt von Disziplin. Wer von euch auch eine Ausgeburt von Disziplin ist, summe bitte jetzt. Und die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass ich mich mir selbst total entfremdet hatte und dass mein Körper zu einem Kriegsschauplatz geworden ist. Und in diesem Moment der Erkenntnis beschließe ich, dass ich mit mir selbst einen Vertrag abschließe. Einen Vertrag, in dem steht, dass ich mich selbst nicht mehr misshandeln darf. Nie wieder. Und um es positiv auszudrücken, ich beschließe mich und meinen Körper in Gedanken, in gesprochenen Worten und in Handlungen nur noch wertzuschätzen. Meinen wunderschönen Körper, der immer genau dem entspricht, was ich oben in den Mund hineinstecke. Sprich, mein Körper kann nie etwas dafür, wie er aussieht. Er ist immer nur das Ergebnis von dem, was ich tue. Das heißt, der Weg irgendwo anders hin kann nur über das Freundschaftsschließen mit mir selbst, mit meinem Denken und mit meinem Handeln und mit meinem Körper sein. Das war so der erste Ding. Dass ich merke, ich stehe da früh auf und überlege mir nur schon den ganzen Tag, was ich alles nicht essen soll, was ich schon tun muss und so weiter. Also nur auf Krieg. Dann kommt ein Kunde aus Wien. Der hat damals die Kraft des Scheiterns geschrieben, das Buch. Also, das irgendjemand kennt, das dritte ist es wurscht. Auf jeden Fall ist er gekommen, weil er für Vorträge gebucht wurde. Und ich habe mit ihm gearbeitet, dass das möglichst lebendig wird, dieser Vortrag. Und ihm war schon so langweilig mit dem Thema, dass er nur wirklich so also langweilig irgendwie runtergeredet hat. Und dann sage ich zu ihm, Herr Scheucher, was gibt es für ein Thema, das Ihnen momentan auf der Seele brennt? Und dann hält er einen Vortrag, der gerade, dass er nicht auf meinen Coaching-Tisch raufgestanden ist, über den Wahnsinn, wie bescheuert wir als Gesellschaft momentan sind und immer mehr werden, dass nichts mehr anderes wichtig ist als dünn und glatt und schön und jung sein. Ob wir wirklich nichts mehr Gescheiteres im Kopf zu tun haben oder im Leben zu tun haben, als solchen Quatsch nachzusinnen. Wer hat dann das Honorar zahlt? Also auf jeden Fall war es so, dass ich zwei Rollen hatte in dem Moment. Also als Coach war ich begeistert, dass der seine Leidenschaft wieder gefunden hat. Und als Hilfe bin ich so da gesessen, wirklich so irgendwas und habe mir gedacht, wer redet von mir? Scheiße! Genau so bescheuert bin ich. Also inzwischen weiß er über das Bescheid, aber damals habe ich das natürlich nicht geschafft. Ja, und dann kam, und das war dann so der nächste Baselstein. Dann habe ich das Buch in die Hand gekriegt von der Naomi Wolf, Mythos Schönheit. Die beschreibt, dass wir in Wirklichkeit alle Mitglieder einer Sekte sind. Und zwar der Sekte Schönheitswahn. Und das Arge ist, dass diese Schönheit scheinbar objektiv festgelegt wird von den Medien. Was ist schlank, also was ist schön und was ist hässlich. Schön gibt es nur ein Ideal. Der Rest ist hässlich. Und dieses Ideal
ist aber immer fotobearbeitet. Also die Fotobearbeitung gibt es seit also seit 1901 gibt es das schon. Also das heißt, niemand von euch ist älter. Das heißt, wir sind alle schon mit bearbeiteten Fotos groß geworden. Und früher haben wir es nicht gewusst. Inzwischen wissen wir es. Aber wir wussten es früher nicht. Und das bedeutet, wir rennen alle einem Ideal nach, das es nicht gibt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, warum machen wir das? Sind wir bescheuert? Ja. Und da habe ich jetzt zum Glück, also ich fand das wahnsinnig erleichternd, das zu lesen, weil ich mich schon oft gefragt habe, bevor Herr Herst, ich bin intelligent, ich habe einen Hirn und tue das. Warum? Und die Sache ist die, wenn man in einer Sekte ist, wenn man Mitglied einer Sekte ist und es nicht weiß, dann ist meine Gehirnwäsche drin. Und macht und macht und macht und kann sich gar nicht entscheiden, dass man jetzt aussteigt, weil man gar nicht weiß, dass man drin ist. Also wenn dann überlegt, ihr wachsen auf mit Zeugen Jehovas. Ja, schon wenn die älter sind, können die, haben sie die Möglichkeit, ein anderes Gedankengut kennenzulernen und sich dann zu entscheiden, welches Gedankengut nehme ich. Und ja, und jetzt lese ich euch bitte vor, kurze Ausschnitte. Kurze Ausschnitte aus dem Buch von der Naomi Wolf, warum sie sagt, dass wir in einer Sekte sind. Nämlich, Sekten sind autoritär strukturiert. Menschen, die Schlankheitskuren machen, halten sich an Diätpläne, von denen sie nicht abweichen dürfen. Der Ton der Diätbücher und Artikel ist dogmatisch und Ausdruck eines Ungleichverhältnisses. Experten leiten das Unternehmen und wissen alles besser. Zweitens, Sekten predigen den Verzicht auf weltliche Freuden. Menschen, die Diät halten, verzichten auf die Freude am Essen. Sie vermeiden es, essen zu gehen, schränken ihr Sozialleben ein und ziehen sich aus Situationen zurück, in denen Versuchungen auf sie lauern können. Das Dritte, Sektenmitglieder glauben, dass sie allein der Wahrheit teilhaftig sind. Entschuldigung. Frauen, die von dem Gedanken besessen sind, zu dick zu sein, ignorieren Komplimente, weil sie meinen, dass nur sie allein wissen, wie abstoßend der Körper ist, den sie zu verbergen sind. Kennen ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das in- und auswendig. Wenn ich mich herricht und mich anschaue im Spiegel und denke, Scheiße, bin ich dick. Und dann kommt der Partner und sagt, Mach, schaust du gut aus. Aber jetzt kommt das Beste, dann denkt man sich immer nicht, stimmt der? Sieht der nicht, wie dick ich bin? Also, das ist eine schreckliche Spirale in der Mund. Ja, und jetzt möchte ich an dieser Stelle die Zellulite anzubrechen. Ich weiß, das ist die Stelle, die die Männer gar nicht machen. Ich bin noch zugewandt. Aber es ist meine persönliche Lieblingsstelle. Ich muss sie bringen. Also, wer von uns Menschen kriegt die Kinder? Oh, danke für die Antwort. Normalerweise schauen wir alle an, wie deppert ist die Ferien jetzt. Noch blödere Fragen stellen. Geht nicht. Okay, natürlich, das sind ja Frauen, ob wir wollen oder nicht, das ist unser Job. Wenn wir Kinder auf die Welt bringen wollen. So, jetzt, was braucht man, um Kinder kriegen zu können? Man braucht eine Haut, die sich 9 Monate lang dehnt und 9 Monate lang wieder zusammenzieht. Und aus genau dem Grund, weil die Männer das nicht brauchen, haben die ein anderes Hautbild und Hautgewebe. Wenn man es jetzt ganz primitiv formuliert, dann haben die Frauen eine linierte Haut und die Männer eine karierte Haut.
Und weil wir Frauen eine linierte Haut haben, haben wir Zellulite. Weil sie angeboren ist. Weil diese Gewebefäden fehlen. So, was wird uns jetzt auch von den Medien eingetrichtert? Zellulite ist hässlich! Und was machen wir Frauen? Wir nehmen uns das zu Herzen. Wir gehen jeden Tag eine Stunde joggen, wir trinken jeden Tag 5 Liter Mineralwasser in der Hoffnung, dass das verschwindet. Wir kaufen uns Rubbelcreme, rubbeln uns zu kleinen Pfund, damit das endlich abnimmt. Wir gehen ins Wrapping-Studio, also lassen uns so in Folie wickeln. Und wenn es ganz schlimm einhergeht, dann lassen wir uns noch Blutegel anlegen. Und jetzt kommt die Zellulite. Ich stelle mir vor, dass über Nacht ein Wunder passiert. Und zwar, dass über Nacht in allen Medien, im Fernsehen, im Radio und in den Printmedien, es heißt, Achtung Männer, 2 Eier im Hodensack sind hässlich. Meines muss weg. So. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Männer jetzt jeden Tag eine Stunde joggen gehen? In der Hoffnung, dass eines rausfällt. Oder 5 Liter Mineralwasser trinken jeden Tag in der Hoffnung, dass es eines rausschwemmt. Oder dass die sich Kugelcreme kaufen, in der Hoffnung, dass sie eins irgendwie, ich weiß nicht, auch vielleicht etwas anderes. Oder dass die ins Rap-Studio gehen und sich eines davon in Folie wickeln lassen. Oder glaubt ihr, dass die sich Blutegel anlegen lassen? Wissen Sie, was meine Fantasie ist? Meine Fantasie ist, die Männer lesen, sehen, hören es, lachen sich tot und gehen ein Bier saufen. Wer dieselbe Fantasie hat, tut es. Liebe Damen, können wir uns bitte ein Beispiel an den Herren nehmen? Und das nächste Mal, wenn es heißt Zellulite ist, ich weiß nicht was, dass wir dann einfach es lesen, sehen, hören, drüber lachen und dann ein Prosecco oder was auch immer saufen gehen. Wer ist dabei? Summe bitte jetzt. Das ist ein Abkommen. Und wenn ihr eines Nachts irgendwann vor dem Teleshopping-Kanal landen solltet und dann irgendwie wirklich vor 3 Tagen passiert und dann eine Frau da steht und sagt, wir haben die Antizellulite stumpf ausgemacht. Und dann kommt ein Bild, ich bin fast zusammengebrochen. Ein Bild, ein medizinisches Bild. Ihr müsst euch vorstellen, da waren dann hier die Zellulite, also man muss sich vorstellen, auf der einen Seite die Zellulite und dann das Hautinnere, wie das beschaffen ist mit den verschiedenen Schichten. Also die Haut ist sehr dick. Also die quasi. Und die hat dann folgende medizinische, technische Erklärung abgegeben, warum diese Strumpfhose tatsächlich wirken wird. Weil. Also ich habe es mir dreimal angeschaut, damit ich es merken. Damit ich es wiedergeben kann. Das war phänomenal. Also, diese Fasern von dieser Wolle, von diesem Garn, produziert genauso ein Wärmegrad, dass diese Wärme, da waren dann große Pfeile, von der Hautoberfläche bis in das Hautinnere wandern. Weil das Wichtige ist ja, die Zellulite beginnt nicht hier oder außen, sondern im Inneren. Und dann wandelt sich diese Wärme von innen in infrarote das Licht, Wärme, die Pfeile drehen sich um und wandern zur Zellulite nach außen. Und dann verschwindet die Zellulite. Also ich bin mir ganz sicher, dass die von einer Rollstrumpfhose geredet hat, die mir als Kinder, als Mädchen...
ist immer dasselbe. Ah, ja, die Erleuchtung. Jetzt ist gleich geschafft. So, jetzt die Erleuchtung. Da kommt jetzt Musik oder nicht, wie auch immer. Nein, ich rede drüber, nicht zu laut. Also die Erleuchtung hatte ich dann echt. Also die Erleuchtung ist so ein blödes Wort, aber der wirklich letzte Groschen ist mir gefallen vor. Drei Jahre her sein, vier ist es schon her. Da war ich auf einem buddhistischen Kurs in Brez. Und ich lerne dort einen Mann kennen, so rund. Also wirklich kein Schmäh, kein Ganz. Der hat die Übersetzungen immer gemacht, da war vom Französischen ins Deutsche bzw. Englisch, irrsinnig gut Sprachen sprechen können, war irrsinnig witzig, ich verliebe mich aufschlagend. Also nicht mein Beuteschema, aber ich war knallverliebt. Und der war wirklich so, dass es war so heiß dort, und dass er da gesessen und es ist ihm gleich alles runtergetropft. Also wirklich nicht mein Beuteschema. Und dann, wie es kommen soll, erstes Date am Abend. Ich richte mich her, ziehe mich an, stelle mich vor den Spiegel und denke mir, boah, bist du dick. Und dann denke ich mir auf einmal, bitte, der Typ ist das Fünffache von dir. Der ist schön, weil wenn man frisch verliebt ist, ist ja jeder Mensch schön. Der ist schön, ich bin ein Fünftel von dem und ich bin dick. Nein, das geht nicht. Und dann habe ich für mich gelernt, so, was ist der Unterschied? Wie schaue ich ihn an? Ich bin verliebt. Ich schaue ihn mit dem Herzen an. Also ich schaue nicht mit diesen Dogmen und Gesetzen, die ich im Verstand gelernt habe, hin, sondern ich schaue mit Herzen, weil ich klar verliebt bin. Und dann habe ich für mich beschlossen, dieses Verliebtsein oder diesen Blick vom Herzen, den gönne ich mir jetzt selber genauso. Und wenn ich jetzt vorm Spiegel stehe und drauf komme, ich habe Cremefüße, und längst sagt der Freund zu mir, ich habe schon solche Cremefüße. Ich so, was sind Cremefüße? Und Stand lernt irrsinnig schnell, der wusste sofort, das hier sind Cremefüße. Dann ist bei mir sofort Stopp, dann steige ich in meinen Lift ein, der im Verstand steht, fahre ins Erdgeschoss, ins Herzgeschoss runter und schaue mich mit dem Blick von meinem Herzen an. Und du bist meine Quintessenz. Danke. Meine Quintessenz geworden, ich bin, also bin ich schön. Und der ganze Müll dazwischen, den kann die Schönheitsindustrie weiterbieten, ich mache mich immer mit. Fertig. Weil eines habe ich dann kapiert, mit wem verbringe ich die meiste Zeit in meinem Leben? 24 Stunden. Schlafen, wach, wie auch immer. Ob man will oder nicht. Genau. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, und wenn ich es mit mir schön habe, wenn ich für mich die beste Freundin wäre, die sich unterstützt, die positive Gedanken hat, die lobt, die anerkennt und so weiter und so fort, dann habe ich ein schönes Leben. Ja, und in diesem Sinne. Hast du es geschafft? Ja, also auf jeden Fall war es so, ich war beim Third Dancing.
Dirty Dancing ist Clubbing in Wien, im Volksgarten, für Menschen Ü30. Gar nichts, und jetzt? Dann lass nochmal raus. Hast du es raus nochmal? Der hängt. Die CD raus. Ja, jetzt rein. So, und wie komme ich jetzt zu einem Männer? Sehr verehrte Damen und Herren, es ist Nummer 1. Hier bin Sie während der... Was? Kurz nur einen Namen zu drehen. Ja. Ja, wir werden das nächste Mal ein Professional Player. Ja, also ich erzähle noch... Gut, die... Geht's? Der ist gut. Was? Ja, jetzt haben wir es. Wir haben es. Also, warte, wir gehen. Fast gefangen sind, und wenn ich dich ansehe als der griffige bin ich froh,
dass ich nicht in der Lage bin. Du hast erwähnt, wegen der Zellulitis-Linien und kariert. Wir wollen keine Frauen, die ein Liniendenken haben. Wir wollen keine Männer, die ein kariertes Denken haben. Wir wollen einfach leben. Und ich sage jetzt mal so. So. Kauft das Buch, nehmt es mit der Signation mit nach Hause. Recht herzlichen Dank. Wir haben noch ein Buffet draußen, es gibt Glühwein, es gibt Sängerdiener-Gulasch, wo die daheim und die Babsen gemacht haben. Es gibt Brot. Genießet, wie ich es einwende der Welt habe. Ein schönes Öbigle. Sí.
Immer noch?